Now I've had the time of my life. No, I never felt this way before. For so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we'll take each other's hands as we seem to understand. Just remember, you're the one thing, all that I can't get enough of. So I'll tell you something, this could be love, because I've had the time of my life. No, I never happened. Yeah, this happened. Now I've had the time of my life. No, I never felt like this before. Never felt yes, this I way. Swear it's the truth. And I owe it all. Sammy und Annie. Wow, das hat sich gerade angehört wie das Original. Besser. Besser. Viel besser. Ja, richtig. Marc. Also, und was man sagen muss, Sammy war ein Einer-Buzzer und auch bei Annie hat nur Ray noch mit gebuzzert. Du hast hier schön die Trüffel rausgepickt, ne? Ja, das beweist mal wieder, dass die hier absolut keine Ahnung haben, da rechts von mir. Wie gut war dieses Battle? Das Lied von Dirty Dancing, das ist so, als würde man das Lied von Titanic oder irgendwie so, das darf man nicht, aber ihr dürft das. Das war geil. Wirklich. Also ich kann den Film in Ausschnitten mitsprechen. Das Original ist halt einfach untoppable. Wir alle dancen ab, wir alle lieben den Song. Er ist aber auch schwer zu singen. Und ja, ich finde, ihr habt das super gesungen. Gemacht. Das war mega geil. Das war geil. Sag einfach, dass es geil war. Was habt ihr denn gedacht, als ihr von Marc gehört habt, was ihr für einen Song singen müsst? Nee. Was habt ihr gesagt, wenn er gesagt hat, ihr sollt irgendwie so die Hebefigur machen? Was soll's? Wir sind crazy genug, um das zu machen. Ja. Ich fand's tatsächlich genial. Annie, du warst wirklich wow.
Du hast diese Farbe in deiner Stimme. Ich glaub's dir halt irgendwie so. Und wenn du singst und Sammy, du bist echt ein Profi in deinen Gesängen. Du bist einfach, du kommst auf die Bühne und es ist sicher. Und dann da war diese crazy combination halt irgendwie so. Das ist eine erstaunliche Ergänzung, ja. Der Sammy, gut im Futter, und die zarte Annie. Und dann singt ihr zusammen und plötzlich ist beides gewaltig. Ich glaube, Annie war eher so in meine Richtung halt, aber ich glaube, Mark könnte sein, dass er eher Sammy ist. I don't need to make the decision, aber die Hebefigur, 1A, mit Sternchen, ganz ehrlich. Lieber Coach, lieber Mark, du musst dich entscheiden, mit wem du in die Sing-Offs gehst. Ihr habt euch so geil ergänzt und so gut verstanden. Ihr seid einfach beide auch solche Naturgewalten. Ne? Also das, was da passiert, ist nicht alles kontrolliert oder so, sondern es kommt wirklich direkt aus dem Herzen bei beiden von euch. Das, was ihr singt und das, was ihr sagt, ist einfach so real. Real to the bone. Und ich glaube, das fühlt man. Und nur dann ist man auf einer Bühne so richtig zu Hause, wenn man bereit ist, sein ganzes Ich auf der Bühne zu zeigen. Und das macht ihr. Und zwar beide. Dankeschön. Okay, ich mach keinen Druck. Ich muss mich zwischen euch entscheiden. Das ist dieses doofe Spielchen. Beide wären mehr als okay in den Sing-Offs. Ne? Mir würden tausende Optionen einfallen in den Sing-Offs. Mit einem von euch beiden würden mir tausende und eine Option einfallen in den Sing-Offs. Deswegen gehe ich mit Annie. So gut gemacht. Well done, man. Dankeschön. Well done. Dankeschön. Well done. Well done. Annie, wir sehen uns in den Sing-Offs. Lass dich feiern. Du bist die Gewinnerin des Battles. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Annie. Ladies and Gentlemen, Sammy Franklin. Ich muss sagen, vielen, vielen Dank für alles. Dankeschön. Oh mein Gott! Das war so cool! Ich bin sehr überwältigt von dieser Entscheidung, lieber Marc.